Sie sind ja in einer 2x2,5 Meter großen Zelle eingesperrt, und zwar 23 Stunden im Tag. Die eine Stunde dürfen Sie zum Duschen raus und sonst sehen Sie niemanden, können mit niemandem reden, dürfen sich nicht beschäftigen mit irgendwas. Also sitzen da drin, und das über Jahre und Jahrzehnte. Seit 35 Jahren korrespondiert die Schweizerin Ursula Corbin mit Menschen, die in amerikanischen Gefängnissen auf ihre Hinrichtung warten. In ihrem Buch »Du sollst nicht töten« erzählt sie unter anderem die Geschichten von Clifford, Steve oder Lee. Mich interessiert, wie sie dazu gekommen ist und was ihr Engagement auslöst. Frau Corbin, es gibt doch so viel Schönes und Erfreuliches auf dieser Welt. Wie sind Sie dazu gekommen, diesen Menschen zu schreiben? Ich war schon als junge Frau sehr interessiert an Menschenrechten und bin deshalb Amnesty International beigetreten. Da haben wir viele Standaktionen gemacht, unter anderem auch gegen die Todesstrafe. Und ich war dann vor allem in der Abteilung Todesstrafe immer mehr beschäftigt. Und eines Tages kam ein Brief an unsere Gruppe von einem Mann, der nur noch 3 Monate zu leben hatte, zum Tod verurteilt in Texas. Und er wollte jetzt bitte noch jemandem schreiben, bevor er hingerichtet wird. Man hat dann gefragt, wer kann denn von euch Englisch? Und ja, ich konnte das gut und habe mich bereit erklärt, das zu machen. Und so hat dann diese Korrespondenz angefangen. Die Hinrichtung wurde verschoben, aber unsere Brieffreundschaft hat dann 8 Jahre gehalten. Und nach 8 Jahren wurde er hingerichtet. Und eigentlich wäre es dann ja fertig gewesen, aber es fingen dann an, mehrere Gefangene mir zu schreiben, ob ich jetzt nicht ihnen schreiben könnte. Und so hat mein Engagement angefangen mit mehreren Leuten, und über die 35 Jahre habe ich mit 15 Männern geschrieben. Okay. Und wie geht Ihr Umfeld damit um, dass Sie das tun? Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil das ist ein Thema, mit dem sich kaum jemand befasst, und man kann das schlecht verstehen, dass ich solche Brieffreundschaften habe. Wenn ich es ihnen aber erkläre, und das mache ich eigentlich immer wieder, und dann geht das ganz gut. Sie verstehen das, sie finden das eigentlich auch sinnvoll, dass ich das mache. Die Inhaftierten erzählen Ihnen ja detailliert in den Briefen, aber auch bei Ihren Besuchen, was Sie getan haben, wieso, dass Sie jetzt zum Tod verurteilt sind. Wie verkraften Sie das? Ist nicht immer einfach, vor allem am Anfang. Das sind ja keine unschuldigen, alles unschuldige Männer, sondern die haben wirklich auch was verbrochen. Am Anfang hatte ich Mühe, aber habe dann trotzdem weitergeschrieben und gemerkt, dass dahinter auch ganz normale und sensible Menschen stecken, die einfach irgendwann in ihrem Leben mal eine falsche Entscheidung getroffen haben. Es sind ja auch Männer, die bei uns, nach unserem Rechtssystem, vielleicht 8 bis 12 Jahre gekriegt hätten, die aber in den USA die Todesstrafe bekommen haben. Und das sind keine Monster, sondern ich habe kennengelernt mit diesen 15 Männern, dass da ganz gute Menschen auch dabei waren. In der Schweiz und in Deutschland gibt es ja die Todesstrafe nicht mehr. Da stellt sich natürlich auch die Frage, weshalb kümmern Sie sich jetzt um Amerika und die Situation dort? Wieso? Was hat es damit auf sich? Ich habe eine starke Beziehung zu Amerika. Ich habe auch da gelebt. Und mich interessiert Politik und alles, was da drüben passiert, sehr. Und zudem
habe ich dann wirklich erfahren, dass das auch das einzige und letzte westliche Land ist, welches so eine Art Strafe noch anwendet. Und ich fand das wirklich fürchterlich mit dem ganzen technologischen Führung und alles, was wir erreicht haben in den letzten 100 Jahren, dass es das noch gibt in unserer Zeit, in unserer westlichen Welt. Wenn man jetzt von einer Verurteilung zum Tod hört, dann denkt man sich, wenn man sich nicht auskennt damit, dass die Hinrichtung recht schnell passieren wird. Nun habe ich erfahren in Ihrem Buch, dass das zum Teil Jahrzehnte dauert, bis die dann wirklich hingerichtet werden. Weshalb ist das so? Man begründet das damit, dass die Leute so die Möglichkeit hätten, Berufungen und Anhörungen einzufordern und von einer Instanz an den anderen zu gelangen. Man muss aber auch sehen, dass das ein riesiges Geschäft ist und dass ganz, ganz viele Leute in den vielen Jahren sehr viel Geld dran verdienen auch, all die Ausschüsse und Anwälte, und dass das auch ein bisschen so gewollt ist. Es geht ja auch um Rache. Man will ja die Leute bestrafen. Man will, dass sie leiden und so lange wie möglich leiden. Und ja, dann ist das für die okay. Der Gefangene, dem ich noch schreibe, der am längsten drin ist, der ist jetzt 33 Jahre drin. Das ist der Levi, und der ist nicht in Texas, sondern in Kalifornien. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es immer weniger Insassen auch gibt, die wegen der Todesstrafe in einer Zelle sitzen. Das sei, wie ich auch bei Ihnen gelesen habe, nicht aus moralischen oder ethischen Gründen, sondern das ist wiederum aber auch aus finanziellen Gründen. Was können Sie das ein bisschen erläutern? Ja, man muss sehen, das kostet einen Staat sehr viel Geld. So eine Hinrichtung. Und was reden wir hier? Das sind etwa 2 bis 3 Millionen Dollar für all die Untersuchungen und Ausschüsse und alles, was es da gibt, bevor so ein Prozess stattfindet. Und für die Staaten ist das eine Belastung. Man weiß, dass ein lebenslänglicher Gefangener den Staat etwa $750.000 kostet. Also ist das etwa 3 bis 4 Mal mehr, wenn die Todesstrafe ausgesprochen wird. Also deshalb ist es eigentlich immer mehr der Trend, dass die Staaten versuchen, so wenig wie möglich das auszusprechen. Wenn man jetzt über das Thema Todesstrafe redet, dann stößt man immer mal auch wieder auf die Aussage, ich bin eigentlich gegen die Todesstrafe. Aber zum Beispiel bei Vergehen an Kindern, da hört es dann bei mir auf. Wie stehen Sie dazu? Also ich finde, entweder ist man dagegen oder dafür. Es gibt nichts dazwischen. Man kann nicht dagegen sein, jemand zu töten, aber gewisse Male kann man töten. Das ist nicht richtig. Es gibt genügend Strafen, wie man solche Menschen von der Gemeinschaft fernhalten kann. Und wenn sie gefährlich sind, auch für immer. Da muss man nicht sich auch auf den gleichen Stand von einem Täter setzen und auch morden. Sie schreiben diesen Menschen im Todestrakt nicht nur, sondern Sie gehen auch dorthin immer wieder. Dann sind Sie in einer Situation, wie wir jetzt etwa sind, einfach, dass alles abgesichert ist und zwischen uns eine kugelsichere Scheibe wäre. Sie dürfen dann mit diesen Personen 2x4 Stunden sprechen. Was redet ihr miteinander? Das kommt ein bisschen auf den Gefangenen drauf an. Durch diese lange Isolation fällt es einigen recht schwer, sich auszudrücken. Und man braucht erstmal Zeit, überhaupt das Gespräch in Gang zu bringen. Andere haben ein unheimliches Bedürfnis und es sprudelt einfach aus ihnen raus. Aber ich hatte eigentlich noch nie das Problem, dass wir nicht wussten, was zu reden. Und Sie reden dann über Gott und die Welt? Oder ja, über Gott und die Welt und den Tod und Familie. Aber Sie erzählen mir natürlich auch von Ihrem Alltag und wie eintönig und schlimm das ist.
Sie sind ja in einer 2x2,5 Meter großen Zelle eingesperrt, und zwar 23 Stunden im Tag. Die eine Stunde dürfen Sie zum Duschen raus, und sonst sehen Sie niemanden, können mit niemandem reden, dürfen sich nicht beschäftigen mit irgendwas. Also sitzen da drin, und das über Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Und das ist schon ein Thema, dass sie immer natürlich wieder das Bedürfnis haben, darüber zu reden. Sie sind ja dann auch meistens eine der wenigen oder sogar die einzige Bezugsperson. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass die Menschen sie idealisieren, Sachen in sie hinein projizieren oder sich gar in sie verlieben? Ja, das ist natürlich... liegt in der Sache drin, weil die Menschen da drin sind ja meistens so einsam und so allein, und meistens kümmert sich die Familie ja kaum mehr um sie, dass ich dann die einzige Person bin, die sie noch haben in ihrem Leben, in ihrem restlichen Leben. Und natürlich projizieren sie dann alles, was sie möchten, auch in mich. Und es liegt dann wirklich an mir, da einen Weg zu finden, eine Freundschaft draus werden zu lassen. Und manchmal gelingt es mir, ist mir auch einige Male schon nicht gelungen. Was ich einfach unheimlich schwierig finde, zu sehen, dass diese Menschen Familien haben, die sie nicht besuchen. Mütter und Väter und Geschwister, die einfach nach ein paar Jahren akzeptieren, dass diese Menschen weg sind aus dem Leben und für sie eigentlich wie tot sind. Mhm. Im Fall von Steven zum Beispiel, da lebt die ganze Familie in der Nähe des Gefängnisses. Und er war ja fast 20 Jahre da drin, und sie haben ihn nicht besucht. Ich kam von Europa auf Besuch, aber sie haben es nicht geschafft, ihn zu besuchen. Die Mutter konnte nicht Auto fahren, ihr gebe ich nicht groß Schuld, aber es war für mich schon sehr unverständlich, so etwas. Immer wieder hört man auch von Hingerichteten, dass sie eigentlich gar nicht schuldig waren, wie man danach erfährt. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Ja, also das ist schon eine Ohnmacht, die man da verspürt. Vor allem, ich habe selber zwei Fälle, die auch offensichtlich unschuldig sind. Ein Fall ist eben der Mann, der 33 Jahre schon drin sitzt, Kalifornien. Da hat sich herausgestellt, dass der wahre Täter in Arizona lebte und wieder ein Verbrechen gemacht hat und das jetzt gestanden hat. Das hat ihm aber bis jetzt noch nicht geholfen, weil da müsste man ja den ganzen Fall wieder von vorne aufrollen. Und wie gesagt, das ist ein finanzielles Problem für die Staaten. Und er sitzt nach wie vor drin und wartet auf einen neuen Prozess oder irgendetwas, was passieren könnte. Und ich meine, der Mann, der ist jetzt schon 63. Wenn er denn überhaupt je wieder rauskommt, dann wird das ein alter Mann sein. Und ja, es gibt halt auch solche, die hingerichtet wurden und sich erst im Nachhinein feststellen ließ. Und solche Nachrichten werden aber dann ganz klein in der Zeitung vielleicht geschrieben, aber man hört da nicht viel davon. Das ist leider eine Tatsache, und ich kann nicht viel machen. Und diese Ohnmacht, die ist manchmal schon schwer zu ertragen. Zum Schluss, mit Ihrem Engagement können Sie an der Todesstrafe selbst ja nichts ändern, jetzt sehr direkt. Was wollen Sie aber mit dem Briefeschreiben konkret erreichen? Ja, ich bin ja kein amerikanischer Wähler. Also nützt es eigentlich nichts, wenn ich dagegen protestiere. Aber ich sehe eine andere Aufgabe für mich. Ich kann ein bisschen Menschlichkeit hinter diese Mauern bringen. Und das bedeutet vielen Menschen sehr, sehr viel. Und ich hoffe einfach und ich glaube auch daran, dass es sich zum Besseren ändern wird.
Und ich hoffe vor allem auf eine Justizreform in der amerikanischen Gesellschaft, im Gesetz drin. Vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke. Im Buch Du sollst nicht töten werden die Geschichten von 8 Gefangenen erzählt, mit denen Ursula Gobin über längere Zeit in Briefkontakt gewesen ist. Sie erfahren, welche Rolle für die Häftlinge die Religion und Gott spielt, wie ein Besuch in einem Todestrakt in Texas abläuft und wie das US-Justizsystem funktioniert.